اس بي هما. انا صاحبه بيتا بكورس بيت سباي. بيتا عمل رحله على سوريا بسنه 2002، هو كتبها وحب انه احكيها انا باللغه الالمانيه. هاي الرحله هي قسم من قسم المونتليش عندكم بالبيت سباي، فحبينا نحكي لكم اياها وانتم اعطونا رايكم بالتعليقات. رح نبدا سوا. Ich möchte von etwas Wichtigem erzählen, das mir auf einer Reise passiert ist. Aber ganz von vorn, ich habe einen syrischen Freund namens Walid, den ich 2002 in Berlin kennengelernt habe, als ich Arabisch studierte. Ich erzählte ihm von meinem Plan, bald nach Damaskus zu reisen. Er gab mir seine Adresse und Telefonnummer, damit wir uns in Syrien treffen konnten. Damals herrschte in Syrien Frieden und man konnte das Land ohne Probleme besuchen. Alles, was man brauchte, war ein Visum und ein Reisepass. Der Flug ging von Berlin über Budapest nach Damaskus, wo ich nachts um 3.40 Uhr ankam. Und da gekommen bin ich bei einer Gastfamilie in der alten Stadt von Damaskus. Am nächsten Morgen wollte ich gleich meinen Freund Walid treffen, merkte aber, dass seine Adresse und Telefonnummer in Berlin vergessen hatte. Was für ein Pech! Als ich dann nach dem Frühstück losging, um mir die Stadt anzusehen, traf ich ihn zufällig an der Bushaltestelle. Was für ein Glück! Wir konnten es beide kaum glauben und haben gleich den Tag miteinander verbracht. Es wurde ein wunderschöner Urlaub. هيك كانت رحلة بيتر على سوريا. انتو احكوا لنا وين كنتوا تقضوا رحلتكم ايام سوريا الجميلة. شكرا كثير. السلام عليكم.